ist nun wirklich fast schon eine Sensation, meine Damen und Herren. Wir haben hier schon viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gesehen heute Morgen. Aber Herr Professor Arthur Wiegand ist natürlich ein ganz besonderer Fall. Herr Professor Wiegand, darf ich annehmen, dass Sie Los Nummer 15 nach Hamburg geführt hat? Sie dürfen. Sie sind ja für Ihre Sammelleidenschaft bekannt, Herr Professor. Aber gehen Sie mit dem Betreten bundesdeutschen Bodens nicht ein gewisses Risiko ein? Wenn Sie den Haftbefehl anspielen, den hat die Bundesanwaltschaft längst aufgehoben. Aber aus gewissen Gründen ist da in den Medien kaum berichtet worden. Sie haben die Bundesrepublik vor 7 Jahren unter spektakulären Umständen verlassen und verweigern seitdem in Ihrem Exil in Lugano jede öffentliche Stellungnahme. Ist jetzt die Zeit gekommen, mit Ihren alten Gegnern in Frankfurt und Bonn abzurechnen? Oder sind Sie wirklich nur wegen der Madonna hier? Was soll das heißen? Nur wegen der Madonna? Danke, meine Herren. Ich brauche Sie für den Moment nicht mehr. Nicht schlecht, Herr Professor. Gar nicht schlecht. Aber vielleicht sollten Sie es ein bisschen konzilianter anlegen, nicht ganz so ungeduldig mit den jungen Dachsen umgehen. Sie sind schließlich bekannt für Ihre souveräne Art. Ja, ja. Ist mir schon alles klar. Kommen Sie, Herr Professor. Wir haben noch viel zu tun, bis Bonner eintrifft. Alte hatte sich nur so freundlich angestellt. Sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie hereinzulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot. Kochte es und aß. I didn't get what you said. Could you bring me some cold, clear water? Cold, clear water, sure. Just a minute, sir. Here's your magazine, madam. Oh, thank you. Here's your gin tonic, sir. Thank you, Carol. Oh, I'm extremely sorry, sir. I'll clean up this mess in a moment. Oma, stört mir jetzt ab? Nein, mein Schatz, nein, es ist alles gut. Schnall dich mal wieder ab. Ladies and gentlemen, because of bad weather conditions, we are not able to land in Helsinki. For this reason, Captain Davis has decided to land in Hamburg. The flight time to Hamburg will be 7 minutes. Meine Damen und Herren, wegen schlechter Wetterverhältnisse können wir nicht in Helsinki landen. Achtung! Die Passagiere der außerplanmäßig gelandeten Maschine nach Helsinki werden gebeten, zum Bus vor die Ankunftshalle zu kommen. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Ihr Pass in 3 Wochen abläuft? Beg your pardon? Sie sollten mal Ihr Konsulat aufsuchen. That your paper, mate? Bloody nuisance. Who wants to spend a night in bloody Hamburg? I'm supposed to be going to a business dinner in Helsinki. You're an Aussie too, aren't you, mate? Graham Hall, Hall and Spencer, Adelaide. We're in the construction business. The name is Grives, Martin Grives. I'm from the others. Erstmal mit Mami und Papi. I'm gonna check out the nightlife. They're having some wild places around the Reeper Barn, I hear. Why don't you join me, Martin? I think I have a quiet evening. Have fun anyway. Oh, no worries, mate, I will. Excuse me, sir. The bus back to the airport will be here at 9:30 tomorrow morning. Thank you, Carol. Schirmada. Ich bin im Plaza Hotel, Zimmer 2408. Sagen Sie ihm einfach, der Freund aus Alice ist da. Nur für eine Nacht. Ja.
Ganz richtig, Alice, wie der Mädchenname. Karte, bitte. Tut mir leid, die sind völlig ausverkauft. Moment mal. Eine vorbestellte Karte ist nicht abgeholt worden. Wenn Sie die noch haben wollen? Gerne. Hat aber schon angefangen. Das macht nichts. 20 Mark. Danke. Ich bin noch nicht am Ziel. Mund. Augen. Die Augen sind auch nicht schlecht. Ich heiße Mund. Juliane Mund, wie D.T. Ich heiße Martin. Ich bin sicher, Sie haben viele Namen. Wie kommen Sie darauf? Martin passt nicht zu Ihnen. Martin. Ich habe mich dran gewöhnt. Tanzen Sie gern? Ich sollte nicht zu viel Zeit hier verlieren. Ich habe meinen Wagen draußen. Wir werden die Nummer mit den Seehunden verpassen. Seehunde sind out dieses Jahr. Haben Sie das nicht gewusst? Und was ist denn dieses Jahr? Kobras. Kobras und Königstiger. Weit? Ich will ja nicht neugierig sein, aber aus Hamburg kommen Sie sicher nicht. Du bist aber neugierig, Martin. Kopenhagen? Käse. Käse? Käse. Edam. Da machen Sie den besten Käse in Holland. Und was hat Sie nach Hamburg verschlagen? Ich mochte keinen Käse mehr. Wohnen Sie etwa hier? Willkommen in der Traubfabrik, mein Freund. Ich habe das Gelände erst vor ein paar Monaten für einen sehr günstigen Preis gekauft. Ein charmanter Schlupfwinkel, ein Ort für diskrete Operationen. Wissen Sie nicht auch? Ich wollte schon immer zum Film. Ich hoffe, Sie drehen hier keine Pornos, das würde meine Mutter nie erlauben. Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Hoffentlich nur das Beste. Aber was denn sonst?
Man hat sie mir wärmstens empfohlen. Oh, außerdem hat mir Ihre Sache in Damaskus großen Respekt eingeflößt. Ich war nie in meinem Leben in Damaskus. Ja, natürlich nicht. Wie dumm von mir. Ja, Drinks, meine Herren. Danke, meine Liebe. Wenn du uns jetzt für einen Augenblick entschuldigen könntest. Und bitte schick Kronenberg und Scholl rein. War gewiss doch, Herr Tanzmann. Sie werden mich später in der Küche finden. Ich kann den Abwasch wirklich nicht länger warten lassen. Lassen Sie uns auf den Erfolg unseres Unternehmens trinken. Dass ich bei Ihnen in den allerbesten Händen weiß. Darf ich vorstellen, Scholl und Kronenberg, zwei meiner besten, bewährtesten Mitarbeiter. Sie werden Ihnen heute Nacht assistieren, wie Sie es gewünscht haben. Kronenberg ist der Fahrer und Scholl koordiniert den Zeitplan. Phase 3 der Operation Madonna beginnt um 5.58 Uhr. Genau. Hier sind die notwendigen Fotos der Zielperson. Wir sollten jetzt vielleicht noch auf die Einzelheiten Ihres Planes zu sprechen kommen. Fangen wir mit der Wahl der Waffe an. Haben Sie sich schon entschieden? Wie wär's mit einem Bumerang? Bedauerlicherweise hat mich unser Kontakt in Sofia nicht auf Ihre Talente als Komiker vorbereitet. Ich finde, es wird langsam Zeit, dass wir zur Sache kommen, Herr Bonner. Aber vielleicht sollte ich besser Mr. Bonny sagen. Oder Monsieur Bonnard. Hören Sie, Herr Tanzmann. Ich weiß nicht, wen Sie erwartet haben. Ich will es auch gar nicht wissen. Als ich Ihre Frau Mund vorhin kennenlernte, habe ich eine andere Abendunterhaltung erwartet. Gute Nacht, Herr Tanzmann. Ich finde den Weg hinaus alleine. Herr Bonner, ich erwarte von Ihnen eine Erklärung für dieses Missverständnis. Wenn es wirklich ein Missverständnis war, Herr... Graves. Martin Graves. Spätestens 5 Minuten werde ich merken, dass ich weg bin. Kannst du laufen? Oh!
hoffe, du hast eine gute Kondition. Und der? Warte mal. Erschlagen, erfroren. Wir wissen es einfach noch nicht. Jedenfalls hat Interpol seine Fingerabdrücke identifiziert. Keine Zweifel möglich. Na, Sie wissen doch selber, wie zuverlässig unser Kontakt ins Präsidium ist. Die Frage ist nur, wer ist dieser Kuckuck, den uns Juliane ins Nest gesetzt hat? Ich muss die beiden wieder haben. Wie heißt es doch noch mal so schön im Fernsehen? Tod. Oder lebendig. Ach, Lage der Dinge. Tod wäre mir schon lieber. Kuckuck. Oye, ¿quieres mascar un poco de la salchicha? Pues parece que lo necesita. Gracias, ya hemos comido. Mi esposo celoso nos sorprendió cuando estábamos en eso. Was haben Sie ihm erzählt? Dass uns mein eifersüchtiger Ehemann überrascht hat und dass wir da schon gegessen hatten. Wieso sprechen Sie Spanisch? Kolumbianisch. Mein Finnisch ist nicht so toll, aber wenn ich es mitzähle, komme ich auf 11 Sprachen. Dolmetscherin. Talent. Tanzmann umgibt sich gerne mit talentierten Leuten. Ich war einer seiner Kuriere. Puedo? Sí, claro. Ich bin allerdings sicher, dass er mir meine fristlose Kündigung sehr übel nehmen wird. Aber ich musste ja wohl dein Leben retten. Mein Leben retten? Ich glaube nicht, dass ich Sie gebeten habe, es überhaupt in Gefahr zu bringen. Ein kleines Missverständnis. Wie sollte ich wissen, dass du nicht Bonner bist? Es gibt keine Fotos von Bonner. Wer bitte ist Bonner? Der Mann, den ich im Hansa-Theater abholen sollte. Du hast auf seinem Platz gesessen. Du hast fast den richtigen Kurzsatz gesagt. Ich bin noch nicht am Ziel. Was übrigens den Tatsachen entspricht. Meine Maschine nach Helsinki geht morgen früh und ich möchte sie auf keinen Fall versäumen. Wenn Sie also unsere musikalischen Freunde dazu bringen würden, mich am nächsten Taxistand in Hamburg abzusetzen, ich brauche noch ein paar Stunden Schlaf. Glaubst du tatsächlich, dass Tanzmann dir so ohne weiteres deine wohlverdiente Nachtruhe gönnen wird? Du bist nur deshalb noch nicht tot, weil er herausfinden wollte, wer dich geschickt hat, wer du wirklich bist. Ganz einfach, der falsche Mann, am falschen Ort, zur falschen Zeit. Nicht ganz so einfach, fürchte ich. Tanzmann glaubt nicht an Zufälle. Die haben deine Papiere gesehen, die wissen längst, wo du in Hamburg wohnst. Die warten schon auf dich. Und wenn ich zur Polizei gehe? Mit welcher Geschichte? Dass dich eine Blondine in ein ehemaliges Filmstudio außerhalb der Stadt verschleppt hat? Das ist doch alles völlig absurd. Oye, escucha. Aquí queremos bajarnos. Pues gracias por llevarnos. Was soll das? Endstation. Unter Menschen sind wir für den Moment am sichersten. Ich will nicht unter Menschen, ich will ins Bett. Bist du denn nun wirklich? Jedenfalls nicht der Killer, für den mich hier Herr Tanzmann zu halten scheint. Tut mir wirklich leid, Frau Mund, aber ich kann absolut kein Blut sehen. Das ist wohl mehr Ihre Branche. Du überschätzt mich.
Danke. Ich durfte nie viel über die Geschäfte der Organisation wissen. Welche Organisation? Welche Geschäfte? Mord auf Bestellung? Import-Export. Waffen, Computer, Diamanten. Alles, was der Markt verlangt. Tanzmann hat viel gezahlt, ich habe wenig gefragt. Aber falls es dich beruhigt, mit Mord habe ich nichts am Hut. Sind Sie sicher? Andererseits ist der Mordplan wahrscheinlich unsere einzige Chance. Wenn wir das Opfer rechtzeitig finden und warnen. Den Rest kann dann die Polizei erledigen. Wir wissen nicht einmal, wie der Mann heißt, der ermordet werden soll. Ich habe nur ein Foto gesehen. Ein älterer, glatzköpfiger Mann, zusammen mit Kanzler Schmidt. Also habe ich ihn doch wiedererkannt. Den Glatzkopf? Nein. Ja, der kam mir auch seltsam bekannt vor. Ich meine den anderen, den Kleinen mit dem Haifischgrinsen, euren Kanzler. Sag mal, wo lebst du eigentlich? Alice Springs, Australien, seit 17 Jahren. Ich höre sehr wenig aus Deutschland. Auch das noch. Du bist nicht zufällig Steinbock? Zwilling. Was soll das überhaupt? Ich verabschiede mich jetzt lieber. Steinböcke bringen mir Unglück. Tanzmann ist Steinbock. Und du bleibst besser hier. Wenn wir diese Nacht überleben wollen, müssen wir den Glatzkopf finden, bevor Tanzmann ihn findet. Wenn wir uns irgendwo verstecken? Zum Beispiel bei dir? Na, endlich. Aber das geht schon gar nicht. Tanzmann weiß sehr genau Bescheid über dich. Wir sind nirgends sicher. Aber abgesehen davon, wirst du wirklich seelenruhig schlafen, während irgendwo in Hamburg ein Mord geschieht, den du vielleicht verhindern kannst? Ich habe einen Freund in Hamburg, den Tanzmann nicht kennt. Einen alten Freund aus Australien. Graves für dich. Ich habe ihm gesagt, dass du auf Sendung bist, aber es klingt ziemlich dringend. Auf Leben und Tod oder so. Soll ich durchstellen? Hey, what's up, Doc? I've been trying to call you back. Oh. Hey. Sounds like some wild mystery movie, eh? Du hör mal, Martin. Am besten du kommst so schnell wie möglich hierher. Radio Hamburg 77, Feldstraße, im Bunker. Was ich hier mache? I'm the voice of the night. Du, Martin, aufgelegt. Und hier ist wieder Schirmer, eure Stimme in der Nacht. Mit alten Geschichten und neuer Musik für Schlaflose und Schlafwandler. Auf Radio Hamburg 77, bis zum Morgengrauen. Blumenverkäufer? Viele arbeiten für Tanzmann. Wie gesagt, er zahlt gut. Wir müssen so schnell wie möglich verschwinden. Feldstraße, sagt dir das was? Eine Viertelstunde mit dem Auto. Nur, dass wir kein Auto haben. Unauffällig, unser Limonaden-Express. Den sind wir bald wieder los. Vielleicht leiht uns ja deinen Freund einen Wagen. Woher kennst du den überhaupt? Schirmer.
Wir sind mal eine Weile durchs Northern Territory gezogen. Damals in Australien. Ich als Geologe und Schirmer als... ich weiß nicht, Schirmer hat immer alles Mögliche gemacht. Aber er wollte nach Deutschland zurück. Irgendwann kam eine Postkarte aus Hamburg. Warum bist du nie zurückgekommen? Ja, Freunde, dies ist die Nacht der unmöglichen Geschichten und ich werde euch jetzt ein paar davon erzählen. Da war zum Beispiel der Elefant, der ins Wasser fiel. Nicht in irgendein Wasser, nein, in die Wupper, in Wuppertal. Aus der Schwebebahn ist der gefallene Elefant und wenn ihr wissen wollt, wie der Elefant in die Schwebebahn kam, dann müsst ihr euch noch ein paar Minuten gedulden, denn jetzt kommt erstmal ein Titel, nachdem nicht nur Elefanten tanzen. Once a jolly swagman came by a billabong. Nichts gegen echte Männerfreundschaften, aber eure Lagerfeuererinnerungen solltet ihr wohl später austauschen, ja? Mund. Schimmer. Juliane Mund. Was darf's denn dann sein? Ein Gesicht. Wir suchen ein Gesicht. Dieser Kahlkopf, wir müssen wissen, wer er ist. Und wir haben wenig Zeit. Ein Gesicht. Flamm, das ist euer Mann. Müsste heute Abend im Café kaputt sein. Und wer ist dieser Flamm? Verkrachter Künstler, Spieler, Nachtvogel. Habt ihr Geld? Warum? Weil bei Flamm unter 1000 nichts zu machen ist. Wir brauchen einen Wagen. Mein Opel steht vor der Tür. Aber seid vorsichtig, ist ein Oldtimer. Mach's gut. Martin? Meldet euch. Ja, was ich euch über den Elefanten, der in Wuppertal in die Wupper gefallen ist. Wir suchen Flamme. Schwarze Tür dahin. Ihr habt sicher ganz spezielle Wünsche. Wir haben gehört, dass ein Herr Flamm hier sein soll. Habt ihr eine Verabredung? Legt doch noch 200 da drauf. Dann quäle ich ihn ein bisschen und du kannst zugucken. Klingt gut, aber das müssen wir leider verschieben. Schade.
Schöne Grüße von Schirmer, Herr Flamm. Ich arbeite, Mann. Wir hätten einen Auftrag für Sie, Herr Flamm. Und? Ein Mann, ungefähr 60. Runder Kopf, kaum Haare. Wir brauchen ein Bild von ihm. Und zwar sehr schnell. Schnell kostet extra. 1200. Wie lange haben Sie den Mann gesehen? Höchstens eine halbe Minute. Auf einem Foto. Wann? Vor 3 Stunden. Nase? Klobig. Augen? Ziemlich klein. Lippen? Eher wulstig. Das haben wir gleich. Kommen Sie. Die Oberlippe ist zu schmal. Glaube ich auch. Oberlippen. Oberlippen sind immer problematisch. Das ist er. Wie er leibt und lebt. Wenn er noch leibt und lebt. Ihr wollt natürlich wissen, wer das ist. 300 für den Namen. Finden Sie nicht, dass Sie jetzt übertreiben? Halt dich daraus. Wiegand. Ach. Wiegand. Darauf hätte ich auch kommen können. Und wer ist dieser Wiegand? Ein Wirtschaftsboss aus den 70ern. Ex-Aufsichtsräte, eigene Privatbank, Kanzlerberater. Und dann hat es irgendeinen Skandal gegeben und Wiegand ist verschwunden. Stimmt doch, oder? Kann sein. Ich merke mir Gesichter, sonst wenig. Haben Sie eine Ahnung, wo wir Wiegand finden können? Was wollt ihr eigentlich von denen? Wir verkaufen Haarwuchsmittel. Rein zufällig kenne ich jemanden, der wahrscheinlich alles über Wiegand weiß. Rein zufällig. Gonski war mal Wiegands Privatsekretär. Sie finden den Gentleman im Hotel Sternschanze. Altonaer Straße. Sehr postmodernes Ambiente, schrill, wenn Sie verstehen, was ich meine. Gonski trägt Hornbrille und Trenchcoat. Damen haben übrigens keinen Zutritt. Und warum nicht? Weil deutsche Männer auch mal unter sich bleiben wollen. Gibt's hier einen zweiten Ausgang? Ja, hinten, direkt in den S-Bahnhof. Nö, nö, das geht aufs Haus. Komm. Mach's gut, mein Ritter. Ritter Martin von der schwankenden Gestalt. Hey, Alter, hast du mal eine Mark? Hey, du Fixer! Kann ich Ihnen helfen, Herr Gonski? Biss dich, du Sozialein. Ich kann saufen, wo ich will. Aber natürlich, Herr Gonski. Ich gebe Ihnen auch gerne einen aus. Sie sind nicht vom Sozialamt? Nein, Herr Gonski. Ich bin nicht vom Sozialamt. Ich bin Journalist. Und? Ich arbeite an einer Geschichte über Professor Arthur Wiegand. Das wird wenig zu tun haben.
Ich zahle. Ich trinke. Dom Pérignon, Chivas Riegel, Chateau Margaux. Nur vom Feinsten, nicht diese Proletenbrühe hier. Reicht das für 10 Minuten? Wenn Sie mit mir reden wollen, müssen Sie auch mit mir trinken. Warum hat Professor Wiegand Sie eigentlich entlassen? Lappalien. Hat meine Flasche gefehlt hin und wieder. Der Professor ist wohl ziemlich geizig. Geizig ist überhaupt kein Ausdruck. Er wäre fast Minister geworden bei Schmidtchen Schleicher, der Wieseknochen. Aber gönn seinem besten Mitarbeiter nicht mal einen guten Schluck. Ist ja nichts geworden mit Bonn. Geschieht ihm ganz recht. Er hat sich übernommen mit der Gatzweiler Bank. Jetzt sitzt er in der Schweiz und staubt seine Tintorettos. Tintorettos? Tintorettos. Mit Rembrandts und Tizians und Renoirs. Kunst ist seine Leidenschaft. Dafür bemüht er sich sogar manchmal von seinem Berg. In Museen? Zur Auktion. Der kauft alles, wenn es nur sehr alt und praktisch unbezahlbar ist. Aber jetzt kommt keiner an ihn ran. Nicht mal mehr die Ostermann. Welche Ostermann? Die kennt er nicht. Seine erste Frau, die Schauspielerin, Gertrud. The lobby of the Pink Hotel. She doesn't want to waste any time. Her entourage and bodyguards are there as well. She'll shake them off by 9. Every time it's the same. She's a rocking and rolling refrain. When she's out, she really puts it about. You're gonna be happy she came. Jennifer. Let's get back to the break. See if you can do it. Yes. Look, you better watch out. Cause daddy's cruising town. Daddy don't dig it. It's cold heute, ne? Wir könnten zusammen ein Weich spüren. Ich meine, ich könnte Ihnen einen Weichspüler spendieren. Oder nach vielleicht einen Kaffee oder so. Mit Vergnügen. Sag's nur rasch meinem Verlobten. Oh, es muss nicht sein heute. Ich meine, wir können das auch durchaus vertagen. Schirmchen, schläfst du schon wieder? Du sollst nicht immer Schirmchen zu mir sagen. Martin ist im Apparat. Sie brauchen die Adresse von der Ostermann. Müsste in unserer Sprecherkartei sein. Schau doch mal nach, Monika. Ich stell durch. Martin? Moment noch. Kleine Reichenstraße 17. Auch nicht gerade eine Filmstar-Adresse. War die nicht mal ziemlich berühmt? Lang, lang ist's her. Lies dir doch mal das Material über sie durch. Hallo Martin. Tut mir leid, dass es länger gedauert hat. Also, kleine Reichenstraße 17. Du, ich weiß nicht viel über die Ostermann, nur so viel, dass sie in den 50er Jahren mal als mögliche Nachfolgerin 1-2 Jahre lang für Nadja Tiller gehandelt wurde. Aber sie hat's nie richtig geschafft. Hält sich mit Synchron und kleinen Fernsehsachen über Wasser. Nein, du auf keinen Fall.
Jedenfalls nicht mit einem gewöhnlichen Taxi, das wäre viel zu gefährlich. Ich schicke euch Charlie vorbei. Müsst in ungefähr 10 Minuten bei euch sein. Funknummer 317. Ich habe mal eine Weile Taxi gefahren. Meldet euch so bald wie möglich, ja? Und seid vorsichtig. 23 Sekunden noch bis zur nächsten unmöglichen Geschichte. Worin ist er denn verwickelt, dein Freund? In eine unmögliche Geschichte. Charlie? Ja. Komm. Charlotte nennt mich nur mein Mann und er kommt erst in 3 Jahren wieder raus. Tut euch keinen Zwang an, ich bin Kummer gewohnt. Und jetzt für einen Freund, der nur heute Nacht in Hamburg ist, ein Lied aus einem fernen Land. Lasst euch ruhig Zeit. Die Uhr läuft. Auf eine Frauenstimme wird sie eher reagieren. Mein Name ist Juliane Mund, Frau Ostermann. Es tut mir leid, wenn ich Sie geweckt habe, aber wir müssen Sie sehr dringend sprechen. Wer ist wir? Wissen Sie überhaupt, wie spät es ist? Es geht um Ihren geschiedenen Mann. Wir glauben, dass er sich in Lebensgefahr befindet. Wir müssen ihn finden. Also gut, kommen Sie rauf. Keine sehr liebenswürdige Dame. Jetzt kannst du ja zeigen, was du drauf hast, Bellamy. Dein Charme wird sich schon erliegen. Ich höre. Wir haben vor 3 Stunden erfahren, dass ein Mordanschlag auf Professor Wiegand geplant ist. Wir müssen unbedingt Kontakt mit ihm aufnehmen. Es ist wenig Zeit. Ein Mord ist schon passiert. Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Weil wir nicht genug wissen und weil wir nichts beweisen können. Bitte glauben Sie mir, Frau Ostermann. Wir wären auch lieber im Bett, als dieser Geschichte nachzujagen. Wie recht du doch hast, Juliane. Und wer sind Sie? Nur ein Schlachtenbummler, Martin Graves. Sie müssen ihn entschuldigen. Er lebt seit vielen Jahren in Australien. Sie muten mir da wirklich einiges zu. Trotzdem. Irgendwie bin ich geneigt, Ihnen zu glauben. Kommen Sie rein. Ja, da war ich noch mit Wiegand verheiratet. Er hat viel für mich getan. Wie lange hat die Ehe gedauert? Immerhin 6 Jahre. Wiegand hat sein Reich aufgebaut, ich hatte meine Karriere. Wir hatten einfach zu wenig Zeit füreinander. Und so haben wir uns in aller Freundschaft getrennt. Und haben Sie noch Kontakt? Sehr selten. Alle 2 Jahre ruft er mal an, meistens, wenn er betrunken ist. Haben Sie seine Nummer in der Schweiz? Nein, leider nein. Er lässt ja heutzutage niemanden mehr an sich heran. Wir nehmen an, dass Professor Wiegand im Augenblick in Hamburg ist oder dass er heute Nacht hier erwartet wird. Haben Sie irgendeine Ahnung, wen er hier treffen will? Vielleicht irren Sie sich. Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass Arthur ermordet werden soll? Wagen 591, bitte kommen. Bitte kommen. Was ist los mit dir, Charlie? Bist du schon wieder eingeschlafen über deiner Brigitte-Diät?
Hier, 591. Was gibt's denn so Dringendes, Sabinchen? Lass mich bloß in Ruhe mit der Diät. Mit deinem Hüftspeck wirst du auch nicht mehr Miss Germany. Schirmer hat angerufen. Er will wissen, was mit deinen Fahrgästen ist. Sag ihm, sie sind drin. Mehr weiß ich auch nicht. Sobald sich was tut, melde ich mich wieder. Verstanden, 591. Ich werd's ausrichten. Bis später, meine Dicke. Lieber dick als doof. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Arthur hat einen Bruder, vielleicht weiß der etwas. Ich bringe Sie zu ihm. Wahrscheinlich tut mir eine so aufregende Nacht zur Abwechslung mal ganz gut. Also, geht schon runter, schickt das Taxi weg. Ich zieh mich nur rasch um. Was ist eigentlich hier los? Gar nichts. Schlaf schon weiter. Otto? Gertrud. Du siehst überrascht aus. Das sind Juliane und Martin, Freunde. Ja, um es kurz zu machen, es geht um deinen Bruder. Immer noch. Was willst du hier? Arthur scheint sich in Gefahr zu befinden. In Lebensgefahr, wenn die beiden jungen Leute recht haben. Da müssen sie träumen. Arthur lässt niemand an sich heran. Wir glauben, dass er sich in Hamburg aufhält. Quatsch. Mein Bruder hasst Reisen, im Gegensatz zu mir. Ich fliege heute noch nach Mallorca. Ist noch viel zu tun? Ja, Chef. Warum verschaffen Sie sich nicht Gewissheit, Herr Wiegand? Sie haben doch die Nummer Ihres Bruders in der Schweiz. Ich muss noch meine Koffer packen. Ich habe Sie etwas gefragt, Herr Wiegand. Jetzt ist aber Schluss! Ihr spinnt wohl. Ich habe keine Zeit für eure schlechten Witze. Geht doch zur Polizei mit eurer albernen Geschichte. Ich träume das alles nur. In 3 Stunden wache ich in meinem warmen, gemütlichen Hotelbett auf und stelle fest, dass ich einen Albtraum hatte. In 3 Stunden ist Arthur Wiegand tot. Und wer möglicherweise auch. Dann kannst du träumen bis in alle Ewigkeit. Hört mal, ich versuche noch mal allein mit ihm zu gehen. Vielleicht ist er dann zugänglicher. Geht ihr schon zum Wagen, ich komme gleich. Übrigens, dieser Schirmer, ist der absolut zuverlässig? Der ist verschwiegen wie das Grab, in dem wir hoffentlich nicht bald alle liegen. Frage ich mich, ob wir nicht doch die Polizei einschalten sollen.
Danke, Charlie. Bleib am Ball. Charlie hat gerade angerufen. Bei der Fischauktionshalle ist ein Auto ins Wasser gerast. Die Polizei fischt es gerade raus. Die Scheiben sind total zersiebt, aber man hat keine Leichen gefunden. Und jetzt halte ich fest. Der Wagen gehört Gertrud Ostermann. Moment, es ist jemand an der Tür. Mein Gott. Queensland, Maritim-Geruch. Allein wäre ich da nicht rausgekommen. Wir sind fit, denke ich. Auf jeden Fall sind wir nass. Wo hast du deine Panzerknacker-Akrobatik gelernt? Auf der Straße. Zweiter Offizier Martin Graves meldet sich zum Dienst auf MS Titanic. Wie wäre es mit einer Idee, die Titanic wieder auf den richtigen Kurs zu bringen? Hm? Es kann sein, dass sie uns für tot halten. Kann aber auch sein, dass sie zwei Wasserleichen vermissen. Wenn sie uns noch suchen, gibt es nur einen Ort in Hamburg, wo wir sicher sind. Trick 17, die Höhle des Löwen. Nicht gerade neu. Aber gut. Kollegen aus der Elbe gezogen haben, war vollgepumpt mit Blei. Halt die Schnauze! Hier spricht die Polizei. Machen Sie keine Dummheiten. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ist es recht so, die Herren? Widerstand gegen die Staatsgewalt, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich glaube, ich habe ihn gefangen. Diebstahl eines Polizeifahrzeugs kommt auch noch dazu. Ganz schön happig für eine Nacht. Du kriegst sicher Bewährung. Bewährung? Knall mir höchstens meine alten 18 Monate noch drauf. Du wirst doch nicht sagen, dass du vorbestraft bist, ne? Ich war ein berüchtigter Mädchenschmuggler. Du spinnst. Waffenhandel? Nicht anstehen. Urkundenfälschung, Scheckbetrug? Unzucht mit Minderjährigen? Erzähl mir mehr davon. Wir haben keine Zeit für alte Geschichten. Wie können Sie es wagen, sich nicht an unseren Zeitplan zu halten? Sie sind 14 Minuten zu spät. Wie sollte ich wissen, dass dieses neugierige Pärchen auftauchen würde? Ich war in keinem Zeitplan vorgesehen. Ja, ist schon okay. Ich glaube, wir sind alle etwas nervös. Also, es hat einige Komplikationen gegeben, aber die Operation Madonna wird daran nicht scheitern, denke ich. Es geht mir noch um zwei oder drei Details. Setzen Sie sich. Es darf niemand etwas merken. Jedenfalls so lange nicht, bis wir Abtursvermögen
auf unsere Konten verteilt haben. Nun, dieser Schreibtisch, aus welcher Zeit stammt er? Louis Cäsar. Nicht Cäsar, Cäsar. Cäsar. Woher haben Sie ihn? Steigert bei Christie's in New York für 264.000 Dollar. Wann? Februar 77. Falsch, 76. Wie heißt Ihre Haushälterin in Lausanne? Antonia. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Perlhuhnbrüste in Morschlerer. Wie hieß der Direktor der Berliner Gatzweiler Bank? Dr. Maximilian Enkmann, er hat sich erschossen. Danach habe ich nicht gefragt. Antworten Sie nicht mehr, als unbedingt notwendig ist. Der Mädchenname Ihrer Mutter? Schnitzler. Wie heißt Ihr Pariser Kunsthändler? Jean-Pierre Gravot. Gavron. Gavron. Na, ja, das reicht wohl. Aber nehmen Sie endlich dieses Ding ab. Das brauchen Sie jetzt nicht mehr. Sicher nicht gezeigt. In meinem Job muss eine Frau neugierig sein. Dann darf eine Frau jetzt auch vorausgehen. Du hast nicht etwas schiss, ne? Wie kommst du denn darauf? Zwei, drei Morde pro Nacht machen mich jetzt richtig munter. Beseitigen. Und Otto an seine Stelle setzen. Kein feiner Zug. Denver klang für fortgeschritten. Was? Denver. Gibt's einen Australien kein Fernsehen? Ach so, bei euch heißt das Dynasty. Ich hasse Fernsehen. Ich frage mich nur, was Tanzmann mit Otto im Allerheiligsten will. Da dürfen nicht mal Kronenberg und Schauer rein. Soleil Levant. Dieses Bild gab dem Impressionismus seinen Namen. Einige Freunde haben es mir aus dem Museum en Mouton besorgt. Und die sind alle gestohlen? Ich würde ja sagen, sie sind sichergestellt. Entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil ist große Kunst nichts für kleine Leute. Glauben Sie mir, Ihr Bruder würde mich verstehen. Er hat seine Sammlung nie jemandem gezeigt. Wie ich ihn beneidet habe. Mehr El Grecos als der Prado, mehr Delacroix als der Louvre. Ich verstehe überhaupt nichts von Kunst. Das überlasse ich lieber meinem Bruder. Sehr bedauerlich. Und hier ein wundervoller Millet. Ausgeborgt aus einem alten Schloss in der Nähe von Dublin. Den haben mir zwei ziemlich unkultivierte Herren besorgt. Sie gehören zur IAA. Hier haben wir einen Cézanne, dann noch einen. Hier haben wir einen Bruegel aus Belgien. Aber leider gehört er nicht zu seinen erstklassigen Werken. Das ist ein ausgezeichneter Renoir. Er hat sich ein kalifornischer Pornostar für den Ruhestand zugelegt. Schönes Stück, ne? Hier ein Picasso aus einer Londoner Sammlung. Und jetzt der Köder. Die Madonna. Musik.
Ordner mit Meerkatze 1501. Die Meerkatze symbolisiert die Versuchung. Irgendwie passend, finden Sie nicht auch? Als ich hörte, dass ein verschollenes Meisterwerk von Dürer auf den Markt kommen würde, habe ich gewusst, dass Arthur Wiegand nicht widerstehen könnte. Katalog Nummer 15. Eine miese Kopie. In ein paar Stunden haben wir das Original. Die Madonna und 500 Millionen. Eine Madonna, das wird ja immer verrückter. Was? Im Polizeiwagen? Schick euch besser, Charlie. Martin, ich wollte schon die Polizei verständigen, als ich von der Sache im Hafen hörte. Aber glücklicherweise ist jemand aufgetaucht, der alles aufgeklärt hat. Hören Sie, Martin, die Zeit drängt. Ich habe Arthur gefunden, er hat alles Notwendige veranlasst. Aber er will Sie und Juliane sofort treffen, um mehr Einzelheiten zu erfahren. Kennen Sie den Zellpub-Terminal im Hafen? Er gehört zum Wiegand-Konzern. Ja, natürlich, das hätte ich fast vergessen. Aber Sie werden schon irgendwie hinfinden. Arthur erwartet Sie dort. Bitte beeilen Sie sich. Nein, das brauchen Sie nicht. Arthur hat die zuständigen Stellen schon informiert. Also bis gleich, ich komme auch hin. So, vielen Dank, Herr Schirmer, Sie haben mir sehr geholfen. Aber nun ist dieser Spuk hier ausgestanden. Ja, zum Glück. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, Frau Ostermann. Die hätte ich ja ganz schön eingeseift. Richtig rührend. Eingeseift? Was willst du damit sagen, Monika? Dass die verflossene Frau Wiegand wirklich eine verdammt gute Schauspielerin sein muss. Wie sie sich gesorgt hat um den armen Arthur. Ich kann mich ja täuschen. Aber ich habe immer mehr den Eindruck, als ob Frau Ostermann nicht gerade die Aufrichtigkeit in Person ist. Ach, wie kommst du denn da? Hier. Das Archivmaterial über die Ostermann. Es sieht so aus, als hätte Wiegand seine Ehemalige nach der Scheidung konsequent ruiniert. Eben wird sie noch als Star von morgen gehandelt. Und dann kriegt sie urplötzlich keine Rollen mehr. Wiegands Einfluss wurde damals gemunkelt. Tatsache ist, dass die Karriere der Ostermann praktisch über Nacht vorbei war. 11 Monate nach der Scheidung hatte sie einen Nervenzusammenbruch. Danach war sie 2 Jahre in einer Heilanstalt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Warum hätte sich denn Wiegand auf so fürchterliche Weise rächen sollen? Wie würdest du reagieren, wenn du rausfindest, dass dich deine Frau 5 Jahre lang mit deinem Zwillingsbruder betrogen hat? Erst noch eine Fahrt nach Flensburg und die Nacht hat sich gelohnt. Jetzt, liebe Freunde, hier ist wieder Schirmer. Jetzt kommen wir zur letzten unmöglichen Geschichte in dieser unmöglichen Nacht. Eine Gruselgeschichte, fast wie im wirklichen Leben. Es war einmal eine junge, aufstrebende Schauspielerin. Die war mit einem der reichsten Männer des Landes verheiratet, mit dem berühmten Herrn W. Und sie lebten glücklich und zufrieden, bis Herr W. eines bösen Morgens seine Frau mit seinem Zwillingsbruder überraschte. Und er sann auf eine schreckliche Rache. Hoffentlich nicht.
Ist euch jemand gefolgt? Wir haben heute Nacht gelernt, vorsichtig zu sein. Wo ist der Professor? Ihr werdet ihm bald begegnen, sehr bald. Warum? Es ist zu spät für Fragen. Wo ist Arthur Wiegand? Wo? Umbringender Schwein. All diese Jahre. Endlich wieder spielen. Ostermann. Tanzmann. Tanzmann versprochen. Frau Ostermann. Arthur, tot. Frau Ostermann. Sie müssen sich ausruhen, Frau Ostermann. Ich werde Ihnen helfen. Ich werde Sie rächen. Wo ist der Professor? Der planmäßige D-Zug von Genf nach Kopenhagen erreicht Hamburg, Harburg um 6.17 Uhr. Phase 3. Die Operation Madonna. Vergeht um. Wann? Wann, Frau Ostermann? 5:58 Uhr. Das schaffen wir nie. Gleis 4, beachten Sie bitte folgende Durchsage. Der Schnellzug aus Genf, planmäßige Ankunft um 6.17 Uhr, hat jetzt Einfahrt auf Gleis 4. Nach kurzem Aufenthalt fährt dieser Zug weiter nach Kopenhagen, über Hamburg Hauptbahnhof, Lübeck, Puttgarden und Bad Vilbel. Keine Fehler, alles hängt jetzt von Ihnen ab. Hören Sie auf! Sie gehen mir auf die Nerven! Mein Name ist Wede. Ich wollte Sie Herr fragen. Herr Professor Wiegand, können Sie uns sagen, was Sie nach Hamburg führt? Dürfen Sie die Bundesrepublik überhaupt Stimmt betreten? Stimmt das, dass Sie zur Versteigerung der Dürer Madonna unterwegs sind? Gehen Sie auch nach Bonn? Werden Sie den Kanzler treffen? Lassen Sie mich in Ruhe. Was wollen Sie überhaupt von mir? Hey, da ist ja noch ein Wiegand. Otto. Was machst du denn hier? Ist das Ihr Bruder? Ich kenne keinen Wiegand. Gehen Sie weg! Welcher ist denn nun der echte Wiegand? Ich bin sofort in der Redaktion. Herr Professor Wiegand, werden Sie auch Frau Ostermann treffen? Ich brauche dringend ein Interview mit Ihnen. Herr Professor Wiegand, wo kann ich Sie in Hamburg erreichen? Welchen Hotel wohnen Sie? Wer sind Sie denn nun? Drecksau! Du arrogante Drecksau! Halten Sie nach! Hallo, Juliane! Danke für den Tipp, das wird eine ganz heiße Story!
Dein Flieger geht erst in 3 Stunden. Das ist lang, 3 Stunden. Oder viel zu kurz. In 3 Stunden werden wir es wissen. Wir müssen Schirmer anrufen. Ohne ihn hätten wir... Später. Your breakfast, Mr. Bonner? Thank you.